Der folgende Vorgang ereignete sich etwa 1972 im saarländischen St. Ingbert im dortigen Bahnhof gegen morgens um 6 Uhr. Ich war damals etwa 2 Zentner schwer. Ein Herr, und er war ziemlich schwer, kannte sein Gewicht nicht mehr und darum, da er es vergessen, beschloss er, es erneut zu messen. Der Herr also in dieser Lage begab sich zu der Bahnhofswaage und warf zwei kleine Groschenstücke in der Waage Einwurflücke. Der Mechanismus ruck und zuckte Zahlen, auf ein Kärtchen druckte, warf dies ohne Überhitzung aus der Waage Auswurfschlitzung. Der Herr sodann mit grimmigem Willen erhob dies bis vor die Pupillen, doch was er las auf dem Papier, trieb in ihn Überraschung schier. Dort stand gedruckt mit schwarz auf weiß 0,000, Beweis nicht, dass die Waage sich vermaß. Der Herr sich draufzustellen vergaß.